Jesus durch seinen Schreibknecht Jakob Lorber, das ist das innere Wort, zum Thema Seelenarbeit im großen Evangelium Johannes, 5. Band. Hier wird erzählt, dass Roklos, der Begründer des Essenerordens, zu Jesus kommt. Er wartete schon lang darauf, dass er ihm begegnen würde, weil er von ihm gehört hatte, als Wundertäter. Endlich ist es soweit, dass er ihm begegnet. Und er beginnt mit Jesus zu sprechen. Jesus hört ihm zu. Und Roklos erzählt seine ganze Lebensgeschichte, wie er auf der ganzen Welt herumgereist sei, Indien, Ägypten, überall, auf der Suche nach Wahrheit. Dabei als Kaufmann sich große Schätze erworben hätte und damit den Essenerorden begründet habe. Nachdem er eine Stunde gesprochen hatte, Jesus nur aufmerksam zugehört hatte, erkennt er auf einmal in diesem Menschen Jesus, der ja als ganz einfacher Mensch, als Zimmermann ihm begegnet ist, dass das, was er sein ganzes Leben gesucht hatte, nämlich die Wahrheit und Weisheit und alles, in diesem Menschen Jesus versammelt oder gesammelt ist, zu finden war. Jesus sagt dann zu ihm, jetzt haben wir genug gearbeitet, jetzt gehen wir essen. Und Roklos sagt dann, Herr und Meister über alle Dinge, was wohl habe ich mit meinen Gefährten all hier nun getan, dass man als eine Arbeit bezeichnen könnte? Reden und Meinungen und Erfahrungen austauschen ist alles, was wir hier sonst ganz müßig stehend gemacht haben. Und das wird etwa doch keine Arbeit zu nennen sein. Sage ich, wo und wann immer ein Mensch wahrhaft für das Heil seiner Seele gearbeitet hat, dort und dann hat er auch am meisten und wahrhaft und am alleruneigennützigsten gearbeitet. Denn eine rechte Tätigkeit zum Wohle und Heile der eigenen Seele schließt ja ohnehin alle andere selbstsüchtige Tätigkeit ganz vollständig aus, weil die Selbstsucht und die Eigenliebe die Liebe zu Gott und zum Nächsten völlig ausschließt. Wer irdisch für seinen Leib sorgt, der sucht die Schätze dieser Welt, wühlt in der Materie und vergräbt seine Seele also ins Gericht und in den Tod. Wenn ein solcher Mensch auch den ganzen Tag hindurch auf dem Felde mit Pflug und Haue gearbeitet hat, mit solchem Eifer, dass am Abend im eigenen Schweiße ganz ordentlich gebadet war, so war er demgegenüber, was ich als Arbeit bezeichne, dennoch ein Tagedieb, ein fauler Knecht für das Feld des Reiches Gottes. Denn wer für den wahren, von Gott ihm gestellten Zweck nicht arbeitet im Geiste nach Recht und Gebühr in der Ordnung Gottes, der arbeitet sicher auch zum zeitlichen und ewigen Wohl seines Nächsten nicht. Und Gott zu suchen und näher zu erkennen, findet er nicht der Mühe wert. Wer aber Gott zu finden und wahrhaft zu erkennen sich keine Mühe gibt, der gibt sich noch weniger eine rechte Mühe zum Wohle seines Nächsten. Und so er schon für ihn etwas tut, da tut er das nur seiner selbst willen, damit der Nächste irgend fähig werde, ihm mehrfach dafür zu nützen, als was er ihm bloß einfach Gutes getan hat. Du hast aber nun Gott gesucht und dich selbst, und Gott hat dich gefunden. Und siehe, das war eine rechte Tätigkeit von dir, und ich sage es dir, dass du nun in den etlichen Stunden mehr getan hast, als sonst durch dein ganzes Leben.
Und darum kannst du nun auch schon hier verweilen, dir nehmen eine rechte Ruhe und mit uns halten ein Abendmahl. Jesus, danke dir für das Wort durch deinen Schreibknecht, dein Werkzeug Jakob Lorber. Führe du mich und uns alle, die dein Wort hören, ins Innere, ins Herz. Lass uns dein Wort mit dem Herzen, im Herzen aufnehmen. Bereite du unser Herz. Öffne du unsere Herzen, dass wir dein Wort vernehmen durch deine Schreibknechte, deine Werkzeuge, aber auch selbst aus dem eigenen Inneren, aus der eigenen Quelle. Lass uns dein Wort im Herzen bewegen. Dass es da, von da aus Frucht bringen kann. Lass dein Wort aus dem Herzen hinaus fließen zu unserer Nächsten, im Diesseits und Jenseits, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, zu allen Seelen, die deiner am meisten bedürfen, die am weitesten von dir entfernt sind, am meisten deiner Barmherzigkeit bedürfen, zu den armen Seelen, Seelen, die arm sind, an deiner Liebe, an deinem Licht, an deinem Leben. Fülle du sie mit deinem Geist aus deinem Wort. Lass uns Träger sein deines Wortes. Lass dein uns mit deiner Hilfe durch dich dein Wort hinaustragen in alle Welt, zu allen Seelen, denen du dein Wort durch uns bestimmt hast. Du sorgst für alle deine Kinder, sorgst auch für uns und die deinen. Mach uns zum Werkzeug deiner Liebe, deiner Wahrheit, deines Lebens. Lass uns allein dir dienen, du allein bist der Herr. Wir sind dein Knecht, dein Diener. Du bist auch unser guter Vater, lass uns dein Kind und dein Werkzeug sein. Ja, Thema Arbeit an der Seele. Du sagst auch an anderen Stellen in diesem Lorbeerwerk, alles kannst du uns geben, nur die Arbeit an der Seele, die müssten wir selber mit deiner Hilfe und deiner Anleitung bewältigen. Und das ist ja die Hauptaufgabe in unserem Leben, in dieser Erdenschule. Nicht die Arbeit eben mit im äußeren Bereich, in der Materie, sondern die Arbeit an der Seele. Das Äußere, die Materie, die Welt quasi, sollte nur ein Hintergrund sein, eine Folie, auf der wir dann diese Arbeit an der Seele vollziehen sollen. Wie ein Widerstand. Die Materie, die äußere Welt ist ein Widerstand. So, wenn ich mich bewegen will, gehen will, brauche ich einen Widerstand. Ich brauche die Erde unter meinen Füßen. Der Widerstand der Erde. Wenn ich in der Luft, wenn ich keinen Widerstand habe, kann ich mich nicht bewegen. Und so ist es mit der geistigen oder seelischen Entwicklung. Wenn ich mich seelisch oder geistig entwickeln soll, also weiterentwickeln soll, weitergehen soll, dann brauche ich einen Widerstand. Ich brauche einen Boden, auf dem ich gehen kann. Und dieser Boden ist die Erde, die materielle Erde, aber auch die Welt, also alles, was mir da entgegensteht quasi, widersteht. Das sind auch die Feinde, die mir widerstehen und alles, was mir widerstrebt, so wichtig für die seelisch-geistige Entwicklung. Daher, liebe deine Feinde ist ein nicht so sehr für die Feinde gedacht, das als was Gutes, sondern für mich selbst. Ja. Indem ich meine Feinde liebe, kann ich mich seelisch-geistig weiter bewegen, meine Liebe entfalten. Gott, Jesus näher kommen, der Liebe näher kommen, dass diese Liebe in mir immer lebendiger wird. Also wenn ich einen Widerstand überwinde, mich über diesen Widerstand hinweg bewege, so über die Erde gehe, über diesen Boden, über diesen Widerstand, also die Feinde überwinde durch Liebe, indem ich sie liebe, bewege ich mich weiter. Und je mehr Widerstand
mir jemand leistet, je feindlicher quasi mir jemand begegnet, umso mehr Chancen der Entwicklung habe ich. Am Anfang in der Schule, auch es gilt genauso für die Erdenschule, ist praktisch der Widerstand noch gering. In der ersten Klasse ist es noch relativ leicht, die Aufgaben zu bewältigen. Aber dieser Widerstand wird immer stärker, es wird immer schwieriger, diese Widerstände zu überwinden, die Aufgaben werden schwerer, schwieriger. Und ich brauche mehr Kraft oder mehr Energie oder mehr Wissen, mehr Anstrengung, um diese Widerstände zu überwinden, um diese Aufgaben zu bewältigen. Und so ist es auch mit dieser Arbeit an der Seele. Am Anfang fällt sie scheinbar ganz leicht, aber sie wird immer schwieriger. Und wir sollen, wenn die Arbeit schwieriger wird, nicht davonlaufen. Es wäre so, wie wenn wir von einer höheren Schulklasse wieder zurückgehen wollen in die unteren Klassen, damit es da leichter ist. Wir sollen lernen, eben auch in diesen Schulklassen, in diesen Entwicklungsstufen, auch die Kraft zu sammeln, um auch die höheren Klassen, um immer höher zu steigen, uns höher zu entwickeln. Ziel dieser Schule ist ja, vollkommen zu werden, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und das kann nicht immer leichter werden oder die Anstrengung, die Aufgaben werden stärker, die Prüfungen werden stärker oder schwieriger. Aber wir können sie mit Hilfe Jesu, nur mit Hilfe, auf die schwierigsten Aufgaben können wir, nicht nur die schwierigsten, überhaupt alle Aufgaben können wir in Wirklichkeit nur mit Jesus bewältigen. Er hilft uns auch immer, auch wenn wir ihn nicht kennen oder nicht akzeptieren oder uns um ihn überhaupt nicht kümmern. Wenn er uns nicht helfen würde, könnten wir gar nichts tun. Ohne Jesus, ohne Gott, ohne den Vater in uns können wir nichts tun. Er ist die Quelle in uns, er ist die Lebensquelle, die Quelle des Lebens, des Lichts, der Wahrheit, der Kraft. Wir selber aus uns heraus haben keine Kraft. Wir sind jetzt nur Kleid Gottes quasi. Was hat ein Kleid für eine Kraft? Nur der in dem Kleid ist, der hat die Kraft, der hat das Leben. Wir sind eben nur Kleid, wir sollen willig und freiwillig eben Jesus, unserem Vater, übergeben, dass er in und durch uns wirken kann. Auch an dieser Arbeit, der Arbeit an der Seele, ihn bitten, dass er uns hilft, er in uns an unserer Seele wirkt. So wie er diesem Roklus geholfen hat, indem er ihm nicht nur zugehört, es gibt also den Begriff, jeden aktiv zuhören, auch in der Psychotherapie, in dieser Gesprächstherapie. Wir sollen auch lernen, aktiv zuzuhören, unseren Mitmenschen, aber vor allem unserem Vater in uns aktiv zuhören. Das Wort Jesu, das Wort unseres Vaters in unserem Herzen aufnehmen und aktiv in uns bewegen, dass sein Geist lebendig wird in uns, dieser Geistfunke in uns entfacht wird und unsere Seele durchdrängt und vergeistigt, ist Arbeit an der Seele. Arbeit an der Seele ist eben die Vergeistigung der Seele. Dass alles, jede Zelle der Seele durchdrungen wird von diesem Geist Jesu, von diesem göttlichen Geist. Und dann weiter auch sollen wir denn durch die Seele hindurch oder die Seele in uns auch den Körper vergeistigen, durchlichten. Das ist harte Arbeit, die wir allein nicht bewältigen können. Können wir nur mit Hilfe Jesus. Wir sollen ihn ständig bitten, dass er uns hilft, in der rechten Weise zu arbeiten. Wir sollen die Zeit auf der Erde zu nützen, zu arbeiten, in der Schule zu lernen. Nicht Müßiggang ist aller Last Anfang, heißt es. Wir sind nicht auf der Erde zum Müßiggang. Aber arbeiten heißt nicht nur eben materiell zu schaufeln, zu schaffen, sondern vor allem eben, wie es in diesem Beispiel mit Roklus im Lorbeer heißt, Arbeit an der Seele. Das ist unsere Hauptaufgabe, täglich diese Arbeit an der Seele. Jesus, wir bitten dich von ganzem Herzen, hilf uns, dass wir diese Arbeit an der Seele, unsere Aufgabe auf dieser Erde, in dieser Erdenschule, mit deiner Hilfe bewältigen können, dass wir die Zeit nützen können, an unserer Seele zu arbeiten, dass wir, wenn wir dann nach der Reifeprüfung eben in die jenseitige Welt kommen, mit einer ausgereiften, ausgebildeten Seele,
mit einer wirklich durch und durch bearbeiteten, vergeistigten Seele in dieses Reich hinüberkommen, dass wir mit durch dich und deine Hilfe in dein Reich eingehen können, das Reich, in das Himmelreich, in das Reich der Liebe, des Lichtes, der Wahrheit. Dazu müssen wir Liebe, Licht und Wahrheit selbst werden. Nach deinem Beispiel sagst du, ich bin die Wahrheit. Wir sollen auch von uns sagen, ich bin Liebe, ich bin Wahrheit, ich bin Leben. Dass du das wahre Ich Bin in uns ganz gegenwärtig bist, uns ganz durchdringst und ganz erfüllst. Dass wir mit Paulus sagen können, ich und der, oder wie du sagst, ich und der Vater sind eins. Oder mit Paulus sagen können, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Amen.